Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen und auch letzten Christmas Winterland Event Video vom Jahr 2023. Wir stehen hier noch beim Mountain Resort bei den Snowy Peaks in Winterland. Und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Die letzte Fahrt, in der wir dann in die Oberwelt fahren und schauen. Okay. Das heißt, wir werden danach aus Osnabrück weiterfahren und ein bisschen mehr Geld einfahren, damit ich mir zumindest im Westbalkan und im Balkan was holen kann an Garagen und am besten eigentlich auch in gut Spanien und Portugal, wenn auch nicht schlecht. Naja, ein bisschen Geld einfahren zum nächsten Event. So. Ich bin gerade überlegen. Habe ich hier schon die Rewards eingesammelt? Offenbar noch nicht. Ich war offenbar bis dahin noch nicht eingeloggt. Oder das sechste Mal 1 Million Kilometer transportiert. Ach du. Was? Moment, das habe ich doch schon getan. So kann ich denn das nochmal redeemen? Ich bin verwirrt. Aber gut, dann fürs nächste Winterland hatten wir dann auch. Dann dort. Gut, dann redeem ich das alles später. Ich meine, ja, ein bisschen Dekoration und so weiter, dass man dann fürs nächste Event dann quasi hat. Und ein bisschen Paintjob, weil ich meine, es lohnt sich ja nicht mehr wirklich, jetzt hier danach noch mitzufahren. Lass uns loslegen. Ich meine, das Team ist ja quasi durch. Und das Event ebenfalls. Und genau, wie gesagt, von Osnabrück werde ich dann ein bisschen weiterfahren. Einmal die Woche auch. Wie es jetzt mittlerweile sich gleich hoffentlich einpegelt. Zum nächsten Event dann halt. Dass wir so den Truck hier repariert haben. Ein bisschen Kohle haben. Für eine neue Garage oder ein paar neue Garagen. Und dass wir zusätzlich, wenn wir in die starten, ach nee, ich sehe es ja hier gar nicht. Wir fahren hier hin. Und also hier Truck restaurieren, Garagen kaufen und zusätzlich noch. Zusätzlich natürlich noch, ich komme noch drauf, fürs nächste Event quasi ein bisschen Geld für einen Truck haben, den ich mir dann wieder normal kaufe, ohne den Gebrauch zu kaufen. Schließlich habe ich auf diesem Profil noch nicht jeden Truck. Demnächst rechts abbiegen. Und ein bisschen Auswahl kann ja nicht schaden. Das Auto sah ein bisschen aus, als ob es fahren würde. Biege nach rechts ab. Ich muss nochmal schauen, ob ich den Winter schon direkt rausnehme nach dieser Fahrt oder ob ich es noch ein bisschen drin lasse. Ich glaube, ich nehme es eher raus nach der Fahrt. War ja quasi nur fürs Event. Es ist ja nicht die Staffel, von daher. Wenn es jetzt Staffelformat wäre, dann hätte ich das dann eher rausgenommen, wenn der Frühlingsanfang wieder ist. Der meteorologische.
Aber da es jetzt hier nur fürs Event war, machen wir es mal nicht so. Rechts abbiegen. Gar nicht wirklich mitbekommen, dass ich hier einfach mit 90 durchgebrettert bin. Biege nach rechts ab. Aber es ja schon erfahren wird. Oh Gott. Fahren wir aus Osnabrück dann los und weiter. Und dann setze ich mich da auch gleich daran, dass ich mal die beiden Videos zumindest bearbeite für diese Woche, also für letzte Woche. Finden. Dann ab durchs Portal. Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, wir werden da mal die Portale bei der nächsten Aufnahme nochmal sehen, aber halt nicht befahren. Und dann haben wir jetzt hier, hä? Oh. Ich drücke auf F5 und wundere mich, warum nichts passiert. Dann fahren wir hier nochmal 45 Kilometer nach Osnabrück. Hier wollen wir raus. Ich finde es eigentlich auch super, dass wir wahrscheinlich wieder ein bisschen zu früh angefangen zu sammeln. Schaltbild war gerade eben noch, weil ich gerade aus dem Screenshot für die Folge rausgekommen bin. War ja halt schon echt Ewigkeiten nicht mehr hier in Deutschland unterwegs. Mal gucken, wie das denn ist mit der Kohle. Das wird uns auf jeden Fall immer eine Garage hier in Deutschland holen, dann in Bremen. Ist das so das nächste in Oldenburgern? Ich werde dann wahrscheinlich auch in einen Truck dann umsteigen für die nächsten Folgen. Für die nächsten Fahrten wahrscheinlich, vielleicht. Oder? War er schon voll? Ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich mir nochmal angucken. Muss ich mir nochmal angucken. Darauf achten, wenn ich die Statistik zusammentrage. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Also wenn der Truck hier voll ist, dann würde ich wahrscheinlich einen Truck nehmen, ansonsten fahre ich mit dem noch ein bisschen weiter und nehme einfach einen anderen Paintjob. Oh. Biege nach rechts ab. Weiter Richtung Osnabrück. Ich werde sowieso weiter mit dem fahren, damit ich im anderen Schwach kostet das 300.000 Dollar mit dem Volvo FNL. Gucken wir gleich nochmal nach. Ich glaube, ich fahre mit dem hier einfach weiter. Weil damit wir den auch direkt restaurieren können, wenn wir die Kohle haben. Ich habe mal wieder gar nicht drauf geachtet, wo wir überhaupt hinliefern. Und dann rechts abbiegen. Wir liefern zu Zellplan. Das wird auch schon das nächste, zumindest angekündigt, also nicht was das nächste wird, sondern es wurde wieder ein weiteres DLC angekündigt. Und zwar Nordic Horizons, wo es da auch in die nördliche Safari geht, also unter anderem Lappland, nach Lappland geht es dann und so weiter und so fort. Also
das, worüber ich glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr wo und wann. Ich glaube in den Forschungsvideos von der RPM Map war das so? Bei Lavan drüber geschnackt habe. Dass ich mir gut vorstellen kann, dass es halt noch mal nach Norden geht und so. Und voilà, Ankündigung ist da. Biege nach links ab. Es ist vorbei. Wunderbar. Dann haben wir. Das ist auch wirklich vorbei. Gott, was das Event betrifft. Dann lade ich mal ab und mache danach einen anderen Paintjob auf den Truck, nachdem wir ihn zumindest repariert haben von den ganzen Fahrten hier. Ausgezeichnet, Mountain Fun Gift Packs von Mountain Resort nach Osnabrück geliefert, Gefahrenstrecke 85 Kilometer, dauert 12 Minuten, verbrauchte Kraftstoff 54 Liter, das war 184. der erledigte ETS 2 World of Trucks Auftrag. 4200 Euro gab es dafür und 125 Erfahrungspunkte. Werkstatt. Ist doch bestimmt hier eine, ne? Ja, um Ecke. Kreisverkehr. Und ab dafür. Und zum nächsten Event wird es dann auch wieder frühzeitig, mehr oder weniger, eine Abstimmung geben. Was ist frühzeitig? Je nachdem, wie es ist, ist es auch schwer anzukündigen, schwer vor eine Abstimmung zu machen, aber. Also, wenn jetzt beispielsweise, keine Ahnung, also klar wird es noch dauern, ist vorher schon angekündigt und so. Ist doch gerade gar nicht mehr. Beispielsweise, wenn jetzt irgendwie Kais in einer Woche kommt, Griechenland oder so, oder in 3 Tagen, was auch immer. Dann ist es natürlich eine kurze Abstimmung, aber es wird nicht dass trotz eine Abstimmung geben. Dann wiederum, welchen LKW ich denn fahre. Dann einmal bitte Wartung. Dann bitte einmal alles reparieren und. Oha! 138.000 nur zum Tauschen. Vollständige Wiederherstellung. Puh! Ja, ich muss hier viel Geld einfahren. Ich werde die schwere Wahl. Ja komm, warum nicht? Fahren wir erstmal so ein bisschen mit dem Firemage Paintjob. Auch wenn ich in der Winter ja so ein bisschen. Oh Gott, 50.000. Ja gut. Ah, der Schmerz. Ich meine, ich muss nicht schlafen, aber wir tun einfach mal so, als ob wir uns zumindest eine Pause machen vom Event. Und ja, gut, beim nächsten Mal, es lohnt sich nicht nachzugucken, aber einfach nur so beispielsmäßig, ne, 41.000 nach Rennen, Milch oder so, also ein bisschen Geld wird dann wieder eingefahren werden, damit wir den Truck hier schön restaurieren können. Ist doch alles an, oder? Natürlich nicht. Aber jetzt. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Ihr könnt ja mal auch schreiben, wie ihr das Event allgemein gefunden habt. Und damit sehe ich euch im nächsten Truck Simulator Video hier hoffentlich wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.